Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Assassin's Creed Valhalla. Wir sind jetzt hier gerade dabei, die neue Quest des Erwachen, heißt die. Sie kommen nie allein. Ich muss die anderen finden. Okay, wohin müssen wir? Proviant ist voll. Hey Han, näher zu Christendoms. Han war ausgegangen auf Sachsländische Bischkistur. Speer. Ah, da unten. Hä, was war das? Da unten sind welche. Hä? Ein bisschen leicht verwirrt. Oder sollen wir vielleicht doch hier? Hier nach oben Gebiet finden. Ist es nicht das Gebiet hier, wo wir hin müssen? Nee, hier ist weit und breit nichts. So, hier haben wir den getötet. Ah, hier ist noch einer. Kommen wir hier nicht rein? Nö. Ach, da hinten ist noch einer, ich sehe ihn. Hey, kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Ach, das hatten wir doch schon. Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Okay, ja. Ja. Gebiet finden, ja. Hier scheint noch eine Wache zu sein. Wir jetzt einfach mal. Strecke deine Flügel, Sühnen. Warte mal, hier. Ach, da oben sollen wir hin, okay. Da nach da oben. Also war ich. Nein. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Okay, da ist das. Kein gutes Gefühl. Nur wir drei? Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Pfeifen. Manchmal ist es das beste, Gegner einzeln umweg aus der Spüre mit Hilfe des. Anlock. Wir können Gürt wie von den Langschiffen berichten oder in den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut, wenn Gürt zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen.
Wo ist er? Riesen? Sigurd muss davon erfahren. Alles klar. Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Plündern? Nee, ne? Ja, machen wir direkt. Direkt. Runter, zack. Hier befinden. Ja. Ja, man ist das offiziell auch noch nicht rausgekommen. Also jetzt ja schon, aber ich habe das ja ein bisschen vorproduziert für euch. Das teilweise. Es ist echt buggy. Ich spreche. Und die Ladebildschirme. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf. Doch schlagen wir zu. Ja, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche... Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Walhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht, aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Fertig ist dir im Brien im Nil. Golf, satt. Hau weg, Fleder. Wohin? Im? Hallo? Dann mal los! Hier müssen wir an die Ruder. Segel hinten! Renngier! Herren ab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier halte ich, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht. Die Toten. Du nimmst Sieg. Ich war führen muss. Oh, dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst. Myrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben vertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Also teilweise diese automatische Führung ergeben null Sinn. Zeit für ein Lied. Etwas an. Kein Lied. Kennt okay. Ihr Salzgehalten eine Geschichte? Kennt ihr die Geschichte von den 6 christlichen Missionaren?
Ich brachte sie von ihrem Glauben ab, um dem All huldigen. Du zeigtest ihnen, wie sie aus Kreuzen Hämmer machen können, indem sie sie einfach umdrehen. Und sie fielen vor Freude in Ohnmacht. Die Geschichte? Ja, genau die. EGF, Zeichnen! Ist das Ziel? Okay. Auf geht's. Auf in die Aua. Auf geht's. Hopp. Ach, das ist einer von uns. Hier schnell den. Warte mal, den holen wir uns. Wo sind denn hier noch welche? Hier, ne? Okay, wir haben keine... Oh, Vorsicht! Brenne. Okay, einfach runtergehauen. Was macht er denn hier? Das hier. Warte. Perfekt. Ich habe hier keinen. Ich brauche Muni. Perfekt. Oh, ich renne wieder. Fette Beute. Schiffe! Okay, das bedeutet. Hier gibt es noch irgendwie ein paar Gold. Bisschen plündern. Jawohl, Nahrung. So, hier scheint irgendwo noch Gold zu sein. Wahrscheinlich hier drinnen, ne? Silber. Warte mal.
Seite. Andere Seite? Wurfaxt. Okay. Fertigkeiten. Fähigkeiten. Mit Hilfe von Büchern des Wissens kannst du die Fähigkeiten erlernen. Fähigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, die Adrenalin kosten. Einige sind eher für den Nahkampf gedacht, andere für den Fernkampf. Okay, verbesserte Fähigkeiten. Wenn du zweimal das gleiche Buch des Wissens findest, wird die bereits erlernte Fähigkeit verbessert. Okay. Bücher des Wissens. Um mehr Bücher des Wissens zu finden, musst du an allen Gebieten nach Schätzen Ausschau halten. Findest Bücher oft schwer bewacht in Klöstern oder Militärlagern. Fernkampf, Nahkampf, das ist hier die Wurfaxt, ne? Zuweisen. Wir machen das, glaube ich, auf X. Ja. Okay. Sonst gibt es hier auch noch ein bisschen was. Jawohl. Hier ist auch noch was. Fähigkeiten entsetzt. R2 halten Nahkampffähigkeiten. L1 halten. Okay. Oh, es wird sehr, sehr, sehr kompliziert alles. Aber naja, so, das hätten wir. So, dann haben wir hier drüben. Warte mal. Hier. Ja, wir müssen erstmal zu Sigurd, glaube ich. Oder? Ne, hier scheint auch nichts zu sein. Gut, suchen wir jetzt erstmal Sigurd auf. Ah, doch, hier ist noch was. Ja. Eisenerz 14 Mal. Und hier ist auch noch was. Hier kommen wir aber nicht rein. Ist hier noch was drin? Ne, nur hier. Da durchs Fenster, perfekt. Oh, wir haben eine neue Rune. Das bedeutet Inventar. Sagen, das tun wir denn. Was ist denn das für eine Rune? Vielleicht in den Bogen. Können wir das verbessern? Runenbogen. Hier haben wir keine Rune, vielleicht in den Schild eine Rune. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. So. Zack. Und hier soll das Schild hin. Verbessern. Verbessern wir auch. Verbessern wir auch. Hier haben wir noch einen Ruhmplatz. Ja, machen wir, oder? Welche ist denn jetzt besser? Die hat einen Angriff von 70, die von 60. Zehnmal. Überlegen.
Varins Axt. Tempo 35, Tempo 48. Na, die macht halt wenig Schaden, ne? Geschwindigkeit 12, Geschwindigkeit 17. Also der Knochenbeißer ist eigentlich besser. Wenn man mal ehrlich ist. Was haben wir hier? Holzbein. Okay, so, jetzt gehen wir aber erstmal zum Varin. Beziehungsweise zu Sigurd. Wie komme ich auf Varin? Keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas? Ja, nee, da. Grüße, Rabenclan! Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für allemal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Ich will, dass er aufhört. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Das stimmt. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrikstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Alles klar. Unsere Leute fliehen nordöstlich von hier nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Alles klar. Das sind doch mal gute Nachrichten. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich schaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm, oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's denn jetzt mit der Folge. Wir sehen uns. Was war das denn? Das war ein bisschen buggy. Neue Quest, ein grausames Schicksal. In der nächsten Folge wissen wir, wie es weitergeht. Sprich mit Sigurd. In der nächsten Folge, Leute, lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.